Hallihallo Freunde, ich wollte mal vorwegnehmen einmal, all diese Aufnahmen, die ihr jetzt in diesem Video seht, entstanden in den Aufnahmen für die Roomtour 2.0. Aber da mir das Video einfach zu lang gewesen wäre, habe ich das mit hier reingepackt. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ich habe auch in der Roomtour in der ersten schon gesagt, dass ich euch noch die Batterie zeigen möchte. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht getan. Hier neben mir seht ihr die Batterie, auch gut fixiert mit so einem Winkel. Ja, hier oben ist die Sicherung drauf noch. Ich glaube, da muss ich jetzt lügen, es ist eine 80 Ampere Sicherung. Ja, das war auch fertig gekauft. Ich habe ein Trennrelais gekauft mit der Sicherung und das auch verbaut. Ja, und dann können wir auch direkt hier weiter fortführen. Und zwar seht ihr, dass diese Kabel hier jetzt lang gehen. Also das sind jetzt Boxenkabel. Aber ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier geht so ein kleines Kabel lang. Habe ich extra versteckt, damit das schön aussieht. Und das führt dann hinten zu den Steckern. Einmal für die Wasserpumpe, für die Küche hinten und einmal für die Kühlbox dann dementsprechend. Läuft beides natürlich über die Zweitbatterie hier. Kommen wir zum nächsten Kabelschacht sozusagen. Ich habe hier oben, sieht man das vielleicht, genau, kommen ein paar Kabel raus. Die gehen unter die Decke und dann natürlich zum Fernseher. Auch zu dem Fernseher gerne in meine anderen Videos reinschauen. Ich verlinke die auch gerne unten nochmal. Da kriegt ihr genaue Infos. Ja, dann habe ich da hinten noch zwei Schalter, auch in meinen anderen Videos schon erklärt. Wie gesagt, da oben, hier hinter, habe ich dann auch immer die Kabel lang gezogen. Ein kleiner Tipp von mir, so aus meiner Lehre auch: einfach ein starres Kabel nehmen, dann nehmt ihr davon ein Stück, was dann halt dementsprechend lang ist, und dann könnt ihr von einem Loch zum anderen gehen und da entspannt das Kabel durchziehen. Das war's hier im Prinzip. Wir machen aber direkt weiter. Und zwar habe ich hier unter dem Hauptsitz, also unter dem Fahrersitz, ich weiß, es sieht sehr wüst aus. Ich wollte es auch echt nochmal neu machen, beziehungsweise schöner machen, weil da jetzt mittlerweile alles drunter ist. Es ist alles immer so nach und nach wieder weiter erweitert worden. Ja, hier sieht man im Prinzip die ganze Verkabelung. Also dieser Block ist im Prinzip ein Verteilerblock. Darunter sitzt noch eine Endstufe für den Subwoofer hinten. Dann gehen hier natürlich die Kabel raus, unten lang. Und da habe ich dann dementsprechend einfach so einfache weiße Kabelkanäle verlegt, was ich optisch einfach schön fand. Und für dieses dicke Kabel musste ich das einfach machen, weil ich konnte es einfach nirgends anders verlegen. Und dann habe ich natürlich die dünnen einfach direkt gleich mit durchgezogen. Das sind die Boxenkabel, die ihr eben gerade hinten gesehen habt. Das Kabel zum Beispiel ging leider auch nicht anders. Das musste, weil man kommt hier, oder ich habe es zumindest nicht geschafft, von hier aus irgendwie hier hochzukommen, ohne dass zu sehen ist. Das fand ich auch ein bisschen schade, aber so ist es nun mal. Also wenn man jetzt den Sitz natürlich zurückschiebt, so, dann sieht man halt eben nur noch das hinten rausgucken und den ganzen Krimskrams darunter nicht mehr. Also so sitze ich auch im Normalfall. Das heißt, man sieht es wirklich nicht so extrem, wie ihr es gerade gesehen habt. Aber ich möchte halt gerne zeigen, wo ich den ganzen Kabelsalat gelassen habe, damit ihr das auch mal gesehen habt. Und ihr seht ganz richtig, ich habe hier von Sony so ein Center stehen. Das habe ich aber nur gemacht, weil wenn man jetzt hinten liegt und da gerne Fernsehen gucken möchte, dann hört man hinten einfach so schlecht. Und dann kann ich einfach, zack, den Center nehmen und mir den hinten hinstellen, wo ich möchte. Ich habe so ein kleines Kabel da lang gemacht, einfach, ich glaube, 3 Meter lang oder so. Das kann ich dann immer da unterm, auch unterm Sitz verstauen, in dem Fall aber unter dem Beifahrersitz, wo wir jetzt hinkommen. Ja, hier seht ihr das. Das Kabel kommt hier raus. Das kommt natürlich von, also es kommt von der Endstufe für die Hochtöner und die Mitteltöner. Also da habe ich noch mal eine extra Endstufe drunter sitzen. Man kann das immer schlecht zeigen, weil man den Sitz zum Beispiel nicht vorschieben kann. Aber ich denke, auch das sollte reichen im Prinzip, damit ihr mal gesehen habt. Also da kann man echt viel verstauen und es nimmt keinen Platz weg einfach, weil ich meine, was will ich da sonst hinpacken? Und das war für mich einfach die beste Möglichkeit und ich wollte mir den Stauraum hinten einfach nicht versauen. Ja, ich möchte jetzt einfach nur noch von hier vorne einmal zeigen bzw. sagen, was ich hier genau gemacht habe. Also, hier unten kann man sehen, ist so ein kleiner Mittelblock. Da habe ich so Boxen eingebaut. Dementsprechend hier und auf der anderen Seite auch.
mein Radio sitzt da drin und dahinter ist auch wirklich die ganze Verkabelung. Also das ist wirklich so ein ganzer Block, den ich da einfach hingebaut habe aus Holz. Auch die ganze Verkabelung für die Boxen, also vorne sind auch neue Boxen drin, von den Endstufen zu den Boxen. Alles liegt im Prinzip hinterm Tacho, beziehungsweise in dem Tachobereich, hier in dem Cockpit. Kann ich ja nochmal einmal zeigen. Und zwar liegt das alles hier hinter. Man kann immer super über dieses Panel hier, wenn man das rausschraubt, ohne Probleme dahinter greifen und kann auch die Kabel dann verteilen. Im Handschuhfach habe ich noch einen DVB-T-Receiver, auch schon alles erläutert. Bitte einfach in die anderen Videos reinschauen. Das heißt, jetzt fangen wir im Prinzip mal damit an, was war ab Werk? Also, ihr könnt euch das so vorstellen, dass wirklich, ich hatte nichts. Also, es war nichts elektrisch, es war keine Zentralverriegelung da, keine Fensterheber, wirklich gar nichts. Also, es ist alles manuell und auch keine Klimaanlage und so. Es ist wirklich das pure Standardprogramm, sage ich jetzt mal. Also, das Einzige, was ich habe, ist Servolenkung, da bin ich auch echt froh drüber. Es sind keine Airbags vorhanden, nichts. Und, ja, jetzt fangen wir im Prinzip damit mal an. Ich habe elektrische Fensterheber nachgerüstet. Dann kommen wir im Prinzip zu der Zentralverriegelung, die ich eingebaut habe. Auch das habe ich selber gemacht, weil es halt nicht drin war und ich war das so gewohnt von meinem vorherigen Auto. Auch im Prinzip kein Problem. Es ist relativ günstig, würde ich sagen. Und wenn man handwerklich ein bisschen begabt ist und eben halt die elektrische Steuerung oder Anschlüsse drauf hat oder ein bisschen Ahnung davon hat, dann ist es wirklich kein Problem. Ich kann euch das einmal zeigen. Ihr seht ja jetzt den Knauf da. Jetzt habe ich meine Fernbedienung hier. Das ist auch wieder eine extra Fernbedienung. Und jetzt kann ich zumachen und auch wieder aufmachen. Ja, genau. Zentralverriegelung eben. Hinten habe ich das ganz cool gelöst, glaube ich. Das werde ich euch jetzt auch nochmal zeigen. Und zwar seht ihr hier jetzt, dieses Teil habe ich nachgerüstet. Und auf der anderen Seite dieses Teil. Und das ist im Prinzip dann die Ansteuerung für den Motor in dieser Schiebetür hier. Und das funktioniert auch wunderbar. Also so ist es auch geregelt natürlich bei allen anderen Schiebetüren, auch bei den neueren Autos. Nochmal ein ganz kleiner Nachtrag, was mir so aufgefallen ist. Hier natürlich auch die Kabelverlegung nach hinten, weil da musste ich natürlich auch manchmal hin. Ist super, wenn man das einfach so macht, dass man wieder hier aus dem Cockpit rauskommt, hochgeht an diesen Leisten. Die sind, upala, das war natürlich jetzt ein kleiner Fail, aber eigentlich auch gar nicht verkehrt. Hier oben sitzen die Schrauben dann hinter und ja, dann kann man hier wirklich durchgehen und kann hier hinter, kommt man dann auch wieder in dieser Leiste hier raus und kann sich dann nach hinten weiterarbeiten. Auch das Ende aus dieser Sicht. Falls euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da, falls ihr mehr sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein!